Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Eternal Podcast. Bereits Nummer 5, ich find's auch krass. Und mit dabei sind wie immer Sailor Cat und... Come into the danger zone. Genau, und warum wir das singen, das werde ich dir merken. Ach ja, ich bin übrigens das Mad-Eye, wer es noch Ach nicht so. Weiß. Ja, stimmt, stimmt. Ich weiß, es wird noch nie irgendjemand je gehört haben. Nein, nein. Wir haben mindestens eine Frage bekommen. Die andere, die du gekriegt hast, wollen wir nicht beantworten, ne? Das ist ein Spoiler, die beantworte ich vielleicht in den Kommentaren einfach so. Gut. Aber ich habe eine Frage von Sailor Love. Hallo ihr zwei. Ich hätte Hi. Mal zwei Fragen. Die eine hat was mit Japan zu tun. Oh, toll. Die andere mit Sailor Moon. Sailor Moon hat aber auch was mit Japan zu tun. Paradox. Erstens, in eurem letzten Podcast habt ihr über die Aufnahmeprüfung in Japan geredet. Um welchen Podcast geht's da? Es muss der erste vom Nelenia Arc gewesen sein, oder? Ach so, ja, genau. Das ist der letzte, der jetzt draußen ist. Also, ihr seht, wir nehmen hier ein bisschen... Wir produzieren ein bisschen vor, da ganz, ganz wenig. Über die Aufnahmeprüfung in Japan geredet. Was genau müssen die Schüler dort tun? Ich habe keinen Dunst. Also, ich auch nicht. Also, ja, einfach ganz viele Prüfungen schreiben. Und die sind halt anscheinend schwierig und wahrscheinlich sind es halt einfach sehr viele. Die Frage geht noch weiter. Also, was für Fragen beantworten zu irgendeinem bestimmten Thema? Wird denen vorher gesagt, was sie lernen müssen? Kann ich mir eigentlich für Japaner nicht vorstellen. Bei meiner Ausbildung weiß ich ja, was ich ungefähr lernen muss, aber ich weiß nicht, wie das in Japan aussieht. Ja, ich denke mal, das kann man sich jetzt... Also vom Schwierigkeitsgrad her ist es vielleicht ein bisschen anders, das weiß ich nicht, aber ich denke, man kann es sich so ein bisschen wie das hier das Zentralabitur vorstellen, wo man ja auch weiß, was drankommen könnte. Ja, also ich habe leider keine Ahnung, aber ich schätze mal, du hast halt dann in jedem Fach irgendwie eine Prüfung oder halt vielleicht nicht in allen. Und ja, vielleicht ist es halt wirklich so ein bisschen wie Abi, dass du halt weißt, was so ungefähr drankommen könnte, aber halt nicht genau. Das ist natürlich dann auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Ich meine, das ist ja bei uns auch bei anderen Prüfungen so, dass du halt vielleicht, dass du halt nie 100% weißt, was jetzt genau alles drankommt, aber halt so, ja, den Stoff hast du ja. Es gibt ja auch hier Aufnahmeprüfungen, also bei Privatschulen oder bei Universitäten teilweise. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es die Aufnahmeprüfungen gibt. Zweite Frage. Bei meiner Frage, wieso Chibiusa keinen erwachsenen Körper bekommt, meintet ihr ja, Klammer auf, soweit ich mich erinnern kann, Klammer zu, Komma das liegt daran, Komma das... Sie sich wie ein Kind benimmt, weil sie, ist ein mega Schachtelsatz, weil sie sich geistig auf dem Stand eines Kindes ist. Punkt. Alles richtig, aber ein mega umständlicher Satz. Aber wieso, Alter? Haben wir das gesagt? Das glaube ich eigentlich nicht. Wir haben gesagt, dass sie geistig auf dem Stand bleibt, aber wir wissen nicht warum. Ach so, ja, aber das ist ja nicht der Grund, warum sie nicht altert. Ich meine, es könnte sein, aber das haben wir so nicht gesagt. Aber wieso altert ihr Geist nicht mit? Meine Theorie, damit die Story mit Black Lady gemacht werden konnte. Richtige Antwort. Naja, was heißt mit? Ihr Körper altert ja auch nicht. Also der geistige Stand ist ja auf dem Stand des Körpers bei ihr. Nur es geht halt einfach nicht vorwärts. Es muss mega frustrierend sein. Ja, echt. Das ist es ja auch für sie. Obwohl ich meine, da kann sie eigentlich froh sein, dass sie nicht in der Pubertät hängen geblieben ist. Ja, so als Kind ist es ja eigentlich auch ganz schön. Also, man kann an schlechteren Stellen in der Entwicklung hängen bleiben. Ja, also, wir wissen nicht, warum ihr Geist nicht mitaltert. Ja, wahrscheinlich hat man sich halt das erst hinterher ausgedacht, dass die schon 900 Jahre alt ist oder keine Ahnung. Also ich denke mal, sie wollte halt einfach ein kleines Mädchen drin haben und irgendwie ist ihr dann aufgefallen, ja, das wäre ja voll tragisch, wenn sie schon 900 wäre und ja, dann können wir diese ganz traurige Story damit machen. Wahrscheinlich wird es ungefähr so gewesen sein. Ich, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, das Chibiusa, 900 Jahre alt, das ist so ein doofer Plotpunkt. Ja, wir hatten es ja schon mal gesagt, 90 hätte es auch getan. Naja, ich wiederhole mich da jetzt nicht. Ich sage einfach nur nochmal, das ist ein unglaublich doofer Plotpunkt. So. Ja, okay. Dann wollen wir mal loslegen, oder? Genau, wie heißt denn die erste Folge?
Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was für Folgen wir überhaupt machen, aber das sagen wir dann jetzt. Ich Ach habe so. nicht angekündigt in der Vorstellung, welche Folgen drankommen. Aber das seht ihr schon. Steht ja auch Wow. bestimmt Jetzt, auf dem Thumbnail. können wir die Leute voll damit trollen, dass wir jetzt bestimmt irgendwie 4 Folgen auf einmal machen oder so. Wieso? Nein, die erste Folge ist Folge Nummer 173 und hat den unglaublich kreativen Namen, Neue Gegner. Ja, das war noch nie in irgendeiner Staffel vorher so, dass es neue Gegner gab. Ich habe Ja. jetzt eigentlich gedacht, nee, Helenia kommt noch mal wieder. Tja, auf Japanisch heißt es Abschied und Begegnung. Der Lauf der Sterne des Schicksals. Noch mal, was? Der Lauf der Sterne des Schicksals. Nee, okay, jetzt habe ich's. Ich habe auch kurz gebraucht. Der Lauf der Sterne des Schicksals. Also das macht einen fertig, weil man kennt die Formulierung Lauf des Schicksals und Lauf der Sterne, aber Lauf der Sterne des Schicksals, das ist hart. Ja, zum besseren Verständnis, der Lauf der Schicksalssterne. Nee, das ist doof. Wir bleiben bei der Lauf der Sterne des Schicksals. Oder ist es der Lauf des Schicksals der Sterne? Ah, ist egal. Wir haben ein verändertes Intro. Also es ist weitgehend das gleiche, aber jetzt sehen wir wirklich die Starlights und Galaxia. Das war ja bisher ja noch ein bisschen so geschnitten, dass man es nicht sieht, aber jetzt sieht man's. Oh, nice. Also nicht mehr nur Galaxia als Schattengesicht. Nein, auch die richtige, aber sonst keine Feinde, sondern nur sie. Okay, aber aus irgendeinem Grund Tuxedo-Mask im Intro. Echt? Ah ja, stimmt. Was hat denn Warum der auch da zu immer. suchen? Der taucht gar nicht auf. Ja, stimmt. Oder echt, war der im Intro? Ich bin gerade nicht mehr Ich habe es sicher. gerade zufällig gesehen, weil die Folge bei mir gerade Achso. anfängt. Und ich habe gerade das Ende vom Intro gesehen. Da ist Tuxedo-Mask. Ja, hinterfrag es nicht. Die Folge beginnt mit drei Leuten, die meiner Ansicht nach jetzt nicht die hellsten Lichter auf dem Leuchter sind. Ja, und die gehen durch irgend so einen Gang und erzählen was davon, dass sie irgendwen suchen. Ne, ich sag's später. Also erstmal, ja, danach sehen wir ein bisschen konzertmäßig, aber dabei bleibt, also wir sehen die auf der Bühne stehen, aber mehr sehen wir eigentlich noch nicht und dann sind wir auch schon bei den Inners, die über die drei Lichter reden. Ich glaube, ich ziehe das jetzt durch, dass die bei mir immer die drei Lichter sind. Ja, die Three Lights. Eine Band, die in diesem Anime sehr bekannt ist, und die Senshi unterhalten sich halt jetzt darüber, wie unglaublich toll die alle sind. Und ja, sie stellen die halt so ein bisschen vor und schwärmen total darüber, wer warum toll ist. Und auch Ami schwärmt so ein bisschen mit, aber betont dann immer wieder errötend, aber ich weiß eigentlich gar nicht viel darüber. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, was sie im Deutschen sagen, warum sie die. Also Luna kennt die nicht und Usagi kennt die auch nicht. Nö. Was mich insbesondere bei Luna wundert, weil Luna hat doch von allem gehört. Ja gut, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Popbands so wirklich ihr Ding sind. Wenn wir über die Three Lights reden, müssen wir eigentlich mal kurz über die Autas reden, die schon wieder nicht ihren Job gemacht haben. Ja gut, aber die Three Lights, die sind ja jetzt keine Feinde, aber trotzdem müssen die Autos da eigentlich aufpassen, ne? Also Leute, die auf einer Sternschnuppe plötzlich in das Sonnensystem eingeritten kommen und dermaßen powerful sind, die würde ich, wenn sie sich nicht höflich ankündigen, erstmal als Feinde betrachten. Ich meine, das tun die Autos dann ja auch, aber da denkt man sich dann mal wieder, wessen Job war es nochmal, den äußeren Rand des Sonnensystems zu bewachen? Aber von den Good Outers hören wir job! ja erstmal nichts. Also. Was machen die denn jetzt schon wieder? Das kann nicht wahr sein. Ja, wahrscheinlich machen die Urlaub und hauen gerade irgendeine Flasche kaputt oder so. Wahrscheinlich. Also Rei findet Saya zu kindisch, aber Yaten interessant. Ami mag Taiki, weil er so erwachsen ist, und Usagi mag Mamoru. Ja, und natürlich ist Taiki auch intelligent, was ihr gefällt. Das sagt sie im Deutschen aber hier nicht. Ich glaube, sie sagt es schon im Japanischen. Ich bin mir sicher, dass sie es irgendwann sagt, aber ich glaube, hier sagt sie es im Deutschen nicht. Ach so, und dann fragen sie halt Usagi, ja, und wer ist so dein Typ? Wen schwärmst du? Mamo-chan. Sie wirkt halt so ein bisschen abwesend und geknickt. Ja, nicht ganz zu Unrecht, weil Mamochan geht weg. Ja,
Er wird im Ausland in den USA studieren und deshalb, ja, wird er schon bald wegfliegen und Usagi für ein ganzes Jahr alleine lassen. Oh. Tragisch, aber ja, gut. I feel you, Usagi, I feel you. Was wollte ich sagen? Wissen wir, was Mamoru studiert? Also im Manga studiert er, glaube ich, Medizin. Also er will irgendwie Arzt werden. Spoiler-Alarm wird er nicht. Warum? Weil er König über die ganze Welt wird? Ja. Ja, gut. Ja, man kann ja trotzdem mal studieren, sicher ist sicher. Ab dem Zeitpunkt ist er zu sehr damit beschäftigt, abartig hässliche Klamotten zu tragen. Ach, so schlimm finde ich die jetzt nicht. Im Anime finde ich die schon hart. In Ja. Crystal geht's von der Farbkomposition her, aber im Anime ist echt hart. Nein, schlimm finde ich es jetzt nicht, aber sein vorheriges Outfit ist halt schon cooler. Sendimion-Outfit ist eigentlich das Coolste. Ja, finde ich auch. So, ja. Luna will Usagi trösten, weil der bleibt ja, Mamoru bleibt ja gar nicht für immer weg. Und ganz ehrlich, er geht ein Jahr weg. Und danach ist er halt per se wieder da. So ist zumindest der Plan. Ja. Da denke ich auch, ja, also, so sehr Weltuntergang ist das jetzt auch nicht, Usagi. Ja, natürlich nicht, aber ich verstehe schon. Also sie gibt sich auch hier wirklich größte Mühe, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Mamutan hat sie auch gefragt, ob er das, ob sie das aushält. Ich meine, es ist halt trotzdem ein Jahr, das ist schon lang. Ich verstehe schon. Nennst du ihn jetzt auch schon Mammutschan? Ja, weil sie das die ganze Zeit sagt. Mamutan. Ich habe gerade aus Versehen auf den Tisch gehauen. Sehr gut. In der Szene, wo Luna Usagi aufheitert, übrigens sehr cool, dass sie das tut. Ja, also Luna sagt mal was Nettes. Wow. Vor allem, sie macht eine Reminiszenz an Folge 1. Sehr schön. Ist immer gut. Und was mir aber auffällt an der Szene, seit wann schläft Usagi auf dem Dachboden? Das ist Chibiusas Zimmer. Ah, stimmt. Warum schläft sie jetzt auf dem Dachboden? Ich meine, Chibiusa ist weg, aber es gibt ja keinen Grund, warum sie das jetzt umziehen sollte. Das heißt, sie hat noch nie auf dem Dachboden geschlafen. Und Stimmt, ist ja strange. es ist ganz eindeutig Chibiusas Zimmer. Es passt der gesamte Raum passt. Das ist nicht nur so ein kleiner Fehler, sondern Strange. Vielleicht sind bei Shingo gerade Freunde da, die brauchen viel Platz zum Übernachten. Oder keine Ahnung, was sich die Anime-Macher dabei gedacht haben. Shingos Freunde brauchen Platz zum Übernachten und dann geht sie auf den Dachboden? Ja, stimmt eigentlich. Ja, vielleicht machen die. Ja, gut, aber wenn sie schon ins Zeitzimmer schlafen müssen, dann könnten die auch auf dem Dachboden. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Außerdem sind wir in Staffel 5. Shingo existiert nicht. Ja, stimmt, der ist einfach irgendwann verschwunden. Szenenwechsel zum Flughafen. Genau, Mamo wird jetzt bald losfliegen und Usagi ist aber sehr traurig. Und obwohl sie sich vorgenommen hat, nicht zu weinen, weint sie dann doch. Aber er schenkt ihr einen Ring. Mit einem Herzchen drauf. Ja, das ist voll süß. Also es ist jetzt kein Heiratsantrag, aber es ist so ein bisschen was Ähnliches. Also ich finde, das ist der Vorgriff auf das, was im Manga am Ende kommt. Ja, also es ist jetzt nicht direkt ein Heiratsantrag, aber ich finde, es ist schon, ja, so ein bisschen so ein Vordings. So nach dem Motto, ja, wir heiraten später mal. Wenn, ich meine, ein Antrag ist bei den beiden, da die ihre Zukunft im Wesentlichen kennen, ja sowieso ein bisschen komisch. Ja, was sollte er trotzdem machen, schätze ich mal. Ja, aber es Ich ist. weiß gar nicht, macht er das im Manga? Also, die Weiß ich heiraten, nicht. aber. Am Ende, ich glaube, die beschließen das quasi einfach am Ende. Ich erinnere mich nämlich an das Musical Mouvement Final. Da fragt er sie am Ende. Ich glaube, im Manga sagt er irgendwie nur, sagt entweder sie oder er, ich weiß nicht, wer es sagt, sagt einfach nur, lass uns jetzt heiraten oder sowas. Ja, genau, ich glaube, er sagt einfach nur, heirate mich, Usa, und sie so, Surprise. yay! Ja, das sind aber nicht die einzigen Leute am Flughafen. Nein, dann unsere drei Leuchten, unsere Die Three drei Lights. Leuchten, die drei Leuchten ist noch besser als die drei Lichter. Es sind jetzt die drei Leuchten. Ja, die Three Das Lights, die kommen bleibt auch jetzt an so. und werden von so einer riesen Horde Fans begrüßt. Die zwängen sich da irgendwie durch, warum auch immer die bei ihrer krassen Berühmtheit keinen Bodyguard oder sowas haben. Wobei ich mich frage, wie berühmt sind die eigentlich? Ich weiß nicht, aber es klingt ja schon sehr berühmt.
Sind die jetzt nur so eine Tokio-Lokalberühmtheit oder sind die halt wirklich so landesweit berühmt, weltweit berühmt? Ich Also war mir da nie so ganz sicher. landesweit denke ich mal schon, weiter weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die scheinen ja anscheinend schon eine sehr große Nummer zu sein. Naja, jedenfalls läuft Saya dann zufällig an Mamoru und Usagi vorbei, die irgendwie die einzigen zwei zu sein scheinen, die sich nicht für die Three Lights interessieren. Ja, genau. Und irgendwie, ja, scheint er so ein bisschen Gefallen an Usagi zu finden. Ja, woran ich keinen Gefallen finde. Oh, die Seiya und Usagi-Fans, die werden diesen Podcast so ein bisschen leiden mit uns. Sorry. Aber ich bin jetzt nicht so komplett dagegen. Also ich mag auch Seiya eigentlich. Es gefällt mir halt nur nicht, dass er sich an sie ranmacht, obwohl er weiß, dass sie einen Freund hat. Aber das kommt jetzt noch nicht gleich. Ja, Denn der Freund muss erstmal weg. ja, genau, dann kommen wir doch direkt dazu. Kommt das direkt im Anschluss? Ja, ne? Naja, die Ja, genau. küssen sich nochmal und ich glaube, dann fliegt er weg. Genau, dann fliegt er weg und Galaxia, die goldene Königin Galaxia, die prächtige. Galaxia the Gorgeous. Es war klar, dass du das merkst. Natürlich. Hat gerade festgestellt, oh, guck mal, ein Flugzeug, das nehme ich mal mit. Oh, guck mal, der Sternkristall der Erde, den hole ich mir. Ich finde das lustig, sie schießt halt auch nicht nur so ein paar von ihren. Wie heißen die Dinger, die aus den Armbändern rauskommen? Bei Galaxia kommen die ja nicht mal unbedingt aus den Armbändern, aber. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die haben überhaupt keinen Namen. Okay, dann nennen wir sie jetzt einfach die goldenen Kreissägen. So sehen die halt echt aus. Sie schießt halt nicht nur zwei, sie schießt gleich so ein ganzes Bataillon von denen dahin. Ja, Und und das Flugzeug explodiert gefühlt. Spoiler-Alarm, sie hat ihn damit nicht mal getroffen. Ja, stimmt, ne? Ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, das war aber gar nicht so. Dadurch ist der gar nicht gestorben. Da kam ja noch ein bisschen was. Nee, irgendwann kämpfen die nachher irgendwie auf den Wolken oder auf dem Flugzeug oder so. Egal. Ja. Plötzlich steht Mamoru, wie auch immer physikalisch das möglich sein soll, er steht plötzlich auf diesem Flugzeugflügel drauf. Und dann kämpfen die da. Ist ja kein Problem, dann kann er fliegen. Ja, bestimmt. Übrigens nochmal nebenbei, diese Sache mit der Fernbeziehung mit Mamoru ist halt echt ein bisschen schlapp für eine Frau, die sich teleportieren kann. Ja, gut. Ah, ja, das vergisst man halt dann immer mal wieder. Jetzt ja, offenbar Ja, auch. Jedenfalls ich RIP Mamoru. übrigens hatte ich gar nicht im Kopf, dass man quasi sieht, dass der stirbt oder halt zumindest schon fast das sieht. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Geheimnis, bis man es dann am Ende merkt. Ja, Und die das hätte tun ich. auch nachher so, als wäre das so, aber eigentlich haben Ja. sie es hier schon verraten. Hätte ich eigentlich auch besser gefunden, wenn man es gar nicht gemerkt hätte. Zwar wäre dann Mamoru so wie der größte Arsch rübergekommen, weil er sich nicht meldet. Allerdings wäre dann halt am Ende die Überraschung groß gewesen, wie man gemerkt hat, oh Mist, der ist schon seit Anfang der Staffel tot. Ja, RIP Mamoru. Wobei wir werden ihn ja noch mindestens in einer Rückblende und am Ende nochmal sehen. Ja, genau. Oh Gott, jetzt haben wir gespoilert, dass die ganze Serie gut ausgeht. Oh nein, wenn nie war jemand drauf gekommen. Ah, scheiße, das müssen wir rausschneiden. Ja, vor allem bei dem Titel der letzten Folge, alles wird gut. Ja, der verrät auch so ein bisschen. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ja. Okay, eins nach dem anderen. Eins, zwei, drei, nächste Tür. Ja. RIP Mamoru, genau, da waren wir. Und dann sagt noch, oh Gott, wer sagt's? Einer von den beiden unwichtigen Three Lights. Ich weiß, du kennst den Namen nicht so ganz, Nee, das oder? ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr, was du jetzt genau meinst. Einer sagt jedenfalls, das Licht eines Sterns ist gerade erloschen. Woher auch immer die das wissen. Ja, die spüren das, aber ich glaube, das ist am Ende der Staffel auch nochmal. Da spüren die das auch einfach. Die Outers auch, die weiß ich noch, die sagen das auch irgendwann mal. Genau. Also damit mit dem Satz ist dann auch ziemlich klar, was gerade passiert ist. Übrigens finde ich es witzig, dass Nehelenia eine ganze Staffel daran rumhext, diesen blöden goldenen Kristall zu kriegen und Galaxia sackt ihn in der ersten Folge ein. Echt so. Jetzt, wo du es sagst, Galaxia kommt, zack, goldener Kristall.
Ich meine, okay, im Anime ist nicht so ganz klar, ob Nein, Mamoru nein. Sternenkristall wirklich der goldene Kristall ist, aber eigentlich Wir ja wissen ja, dass schon. das zumindest im Manga eindeutig ist und ich finde das so geil. Ja, echt so. Ah, schlimm. Ich finde, man hätte versuchen sollen, Galaxia stattdessen eine Ananas anzudrehen. Das Problem ist, das wäre dann das Letzte gewesen, was derjenige gemacht hätte. Ja, also das hätten die Amazonen nicht überlebt. Das hätte niemand überlebt. Naja, okay, machen wir mal weiter mit der Folge. Denn, wie geht's? Die Three Lights drehen einen Film und die Inner Senshi wollen da unbedingt hin. Genau, Minako kommt rein ins Fruit Parlor reingelaufen und sagt denen halt, ja, hier, die Three Lights drehen da den Film, da müssen wir hin. Ja, sie sagt doch irgendwie die ganze Zeit so, ja, und es passiert gerade das da, das da. Und du sagst so, was? Usagi hat halt keine Ahnung von nix, finde ich super. Ja, aber komm, wenn die ankommen mit, und dann passiert gerade das da. Das ist jetzt blöd zu übersetzen, aber sie sagt halt nicht, was passiert. Sie tut halt so, als wäre das das Offensichtlichste aller Zeiten. Und ja, da steht aber schon eine Riesenmenschentraube. Und deswegen sehen die Mädels rein gar nichts. Ja, und dann beginnen sie einfach hinten so immer hoch zu hüpfen, damit sie ein bisschen was sehen. Und es sieht irgendwie voll cute aus. Und ich finde auch super, dass während die das machen, sich diese Menschenmenge nicht mal einen Millimeter bewegt, sondern die alle wie so ein Gemälde da stehen. Ja. Und übrigens hüpft sogar Ami und wird rot, während sie hüpft. Ja, Sehr süß. das ist die Staffel mit ganz viel Army Blush. So, und dann mogeln sie sich so unter den, ja, so auf dem Boden durch diese Traube durch, außer Usagi, die schafft's irgendwie nicht. Ich finde super, dass Minako das als erste macht, weil die hat Erfahrung in solchen Moves. Daran habe ich auch gedacht. Ich habe mir gedacht, das erinnert mich so an Sailor V. Denn im Sailor V-Manga macht Minako das ständig, dass sie am Boden durch irgendwelche Menschenmengen kriecht, wenn sie dann nach vorn kommt. Und trifft dann auch gerne. Ich erinnere mich an diese eine Szene, wo sie dann diese Polizeichefin Ja, da trifft. an die erinnere ich mich auch, weil die Polizeichefin auch am Boden rumkriecht und dann verstehen die sich direkt. Ja. Ich schipp die beiden ja sowieso irgendwie. Ein bisschen, ja. Egal, Usagi kommt dann schleicht sich an der. Usagi ist clever, die schleicht sich an der Traube halt einfach vorbei. Ja, das kann man natürlich auch machen. Es ist überhaupt so ein bisschen die Entwicklung. Alle werden plötzlich kindisch in dieser Staffel und Usagi wird plötzlich erwachsen. Ja, das ist, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Usagi wird irgendwie sehr erwachsen, während die anderen schon so ein bisschen fangirlig durchdrehen. Ja, also Usagi schleicht sich quasi in das verbotene Gelände und trifft Asaya und hat keine Ahnung, wer das ist. Genau, der quatscht sie halt an mit, hey, für Unbefugte verboten. Und er nennt sie Odango. Und das ist Beziehungsweise. Mamorus Spruch. Oder Harukas. Ja, okay. Aber jetzt kommt Seiya auch noch damit an. Na, by the way, er heißt im Japanischen eigentlich Seiya und nicht Saya. Also nicht wundern, dass ich das so ausspreche. Ach, ich dachte, der heißt Seija. Wer jetzt weiß, wie ich darauf komme, bekommt einen geskripteten Keks. Ich weiß es. Ja, das ist du, das weißt, ist mir klar. Ja. Ja, genau. Und auf Deutsch nennt er sie Schätzchen, worauf sie erwidert, nur Mamoru darf mich so nennen und er hat sie noch nie so genannt. Nee, das stimmt. Ja, wie gesagt, im Japanischen halt Odango, ihr Aber ich glaube, seit Knödelkopfdings. Staffel 1 hat Mamoru sie auch nicht mehr Odango genannt. Ja gut, das eine Mal in Staffel 2. Ja, normalerweise sagt er halt dann immer Usako, aber ja, am Anfang hat er sie schon immer Odango genannt. Ja, eben, als sie noch nicht befreundet waren. Ja, genau. Und generell hat Seiya in diesen Folgen so ein bisschen was vom Mamoru am Anfang. Und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, was viele Fans total mögen, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht so gut. Weil das halt so wirkt wie Mamoru 2.0. Aber halt nochmal cooler. Und es ist halt so schade. Das einzig Gute, was man zu Saya sagen kann, dass die Beziehung der beiden, die gar keine ist, wesentlich. Oh, Moment mal, ich muss mal kurz einen Schalter umlegen. So. Dass die Beziehung der beiden wesentlich natürlicher wirkt als die von Mamoru und Ja. Usagi. Aber das ist jetzt nicht die Schuld von Mamoru, sondern es ist die Schuld der dämlichen Schreiberlinge im Anime.
Ja, ist echt so. Also ich verstehe, warum die Leute Seiya und Usagi so shippen. Denn die Beziehung ist halt echt besser dargestellt. Aber ich finde es halt einfach so schade, also generell, dass halt plötzlich so Seiya kommt und dann ist das alles viel besser als mit Mamoru. Denn im Manga, wie gesagt, ist halt die Beziehung zwischen Usagi und Mamoru viel schöner und natürlicher. Und dagegen ist zwischen Seiya und Usagi halt nicht wirklich was. Ach, wollen wir mal kurz drüber reden, dass Usagi im Manga den Mord an Mamoru ja sogar sieht? Ah ja, stimmt, da kriegt sie das mit, aber sie ist dann so traumatisiert, dass sie das verdrängt und halt dann immer so denkt, er wäre jetzt in Amerika, obwohl sie eigentlich unterbewusst weiß, dass er das nicht ist. Was heißt unterbewusst? Sie weiß das, sie verdrängt es halt. Ja, aber ja, sie denkt halt dann schon, er ist in Amerika, weil sie die Erinnerungen einfach verdrängt. Also finde ich auch eine interessante Story. Ja, ich auch. Ich finde das Also, eigentlich interessant, ja. ob das jetzt besser ist, also ich finde es ein klein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, es kann passieren, so ein schweres Trauma, dass man da so durchdreht, aber irgendwie ist es nicht unbedingt die Alltagsreaktion darauf. Nee, aber ich verstehe es. Also ich könnte es verstehen, denn er ist natürlich sehr wichtig und sie hat direkt gesehen, wie der stirbt. Gut, das hat sie jetzt vorher auch schon, das muss man jetzt dazu sagen. Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, wer es mir gesagt hat, ob du es warst oder ob es in irgendeinem deiner Videos mal vorkam. Ich habe jetzt mal drauf geachtet, in dieser Folge sehen wir noch das Foto mit Mamoru und Chibiusa. Und irgendwann später ist angeblich ja nur noch Mamoru drauf, ne? Genau, das habe ich mal in dem Video gesagt. Das Foto ist dann später zwar minimal anders, aber es soll schon das gleiche sein. Und auf einmal ist halt Chibiusa nicht mehr drauf. Das ist wahrscheinlich Zufall, aber es könnte halt auch heißen, dass Chibiusa jetzt tot ist. Was so sein müsste, wenn Mamoru jetzt tot ist. Also Chibiusa müsste jetzt eigentlich safe in der Zukunft nicht mehr existieren. Was eigentlich dazu führen müsste, dass Black Moon gewonnen hat, aber. Ja, und eigentlich müsste es auch dazu führen, dass Usagi ihre Pegasus-Kräfte nicht mehr hat und alles, aber ja, Logik mit Zeitreisen, das Problem kennen wir ja schon. Ja, okay. Dann mal back to topic. Usagi trifft außer Seiya noch eine gewisse. Nee, Usagi trifft die gar nicht, sondern sie sieht sie nur, eine gewisse Alice. Genau, irgend so eine Schauspielerin, die da auch mitmacht. Und Und eigentlich wollte sie die sehen. Alice ist, zumindest wenn wir mal davon ausgehen, was ihre Monsterform nachher ist, glaube ich, eine Musikerin, Sängerin oder sowas. Kann sein. Und im Deutschen hat sie die Stimme von Mikan Shiratori. Ah, schön. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, warum ist es nicht Mikan Shiratori? Hätte man wunderbar hier einsetzen können, das wäre ein bekannter Charakter gewesen. Ja, an den ich mich vor unserem Podcast auch überhaupt nicht erinnert habe. Ja, aber ich meine, wenn man schon so. Ich meine, der hätte hier super reingepasst. Also du hättest die 1:1 tauschen können und das wäre überhaupt nicht aufgefallen. Also Ja, außer, dass man. bestimmt. Ja, bestimmt haben die selber vergessen, ja. Ja, also ich meine, es sind ja auch immer andere Regisseure und andere Leute, die mitwirken. Deshalb schätze ich mal, die wussten das einfach nicht, dass es so einen Charakter gibt. Außerdem, wann haben wir Mikan Shiratori das letzte Mal gesehen? In Staffel 2? Ja, also wahrscheinlich haben sie die selbst vergessen. Wer nicht mehr weiß, wer das war, der darf jetzt noch mal den ganzen Podcast schauen. Nee, das war halt so eine Sängerin, die kam in, glaube ich, 3 Folgen vor, aber hat da auch nicht wirklich was Krasses gemacht. Nee, aber ich meine, damit hat sie eine Folge mehr als Rio. Ja, das ist schon bemerkenswert. Okay, und außerdem taucht auf, oh Gott, wie heißt Iron Mouse mit Zivilnamen? Nezu. Ah, Nezu. Heißt das was? Bestimmt, oder? Ja, das ist der Anfang von Nezumi, was Maus bedeutet. Ah, sowas habe ich mir fast gedacht. Also, Nezu taucht halt auf und labert diese Alice an und verwandelt sich in Sailor Iron Mouse und ballert ihr den Starseed raus. Ach In ja, der by the Hoffnung. way, halt, stopp. Fun Fact, die Aussprache ist falsch und das wusste ich auch lange nicht. Man spricht das Wort Eisen auf Englisch nicht Iron, sondern Iron. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Ich habe aber auch schon Muttersprachler gehört, die Iron sagen. Also. Echt? Also ja gut, zumindest die Online-Wörterbücher sagen es immer Iron. Ich weiß, aber ich habe auch schon Muttersprachler gehört, die Iron sagen. Also, das ist so ein. Ja, also wahrscheinlich werde ich das auch oft sagen, da werde ich mich bestimmt ganz oft verhaspeln, weil es sich. In meinem Kopf macht es halt viel mehr Sinn. Die Aussprache Iron macht halt keinen Sinn, da ist das R davor. Ah! Naja, manchmal macht englische Aussprache keinen Sinn. Ich weiß, wie sich bei einem
bei einem World of Warcraft-Charakter namens auf Deutsch Ironaya, also Iron Aya, haben sich einige furchtbar die Zunge gebrochen, weil sie Iron Aya versucht haben zu sagen. Ja, das glaube ich. Also sie ballert ihr den Starseed raus in der Hoffnung, einen Sailor Crystal zu bekommen. Oder fällt der Begriff Sailor Crystal eigentlich in der an im Anime? Also im Deutschen nicht. Nee. Nee, so im Japanischen auch noch nicht. Da sagt sie nur, sie sucht irgendwie einen Starseed oder hat anscheinend einen besonderen Starseed, aber dass es ein Sailor Crystal ist, wird nicht gesagt. Und ich wette mit dir, die Anime-Schreiber wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht, denn sonst wäre ihnen aufgefallen, dass es keinen Sinn macht, dass die manchmal Männer angreifen. Ja, oder meine Theorie ist ja immer noch, Galaxia weiß das, aber hat es ihren Untergebenen nicht gesagt. Ja, das ist auch meine Theorie, aber ich schätze mal so, jetzt außerhalb von der Anime-Story ist die Erklärung safe, dass die Anime-Schreiber das selber nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Weißt du, was ich schade finde? Dass Iron Mouse keine Transformation Sequence hat. Ja, stimmt, die Anime-Mates sind, ja, doch, im Anime sind die ja sogar richtige Sailor Senshi. Und halten wir uns mal noch ein bisschen bei Iron Maus auf. Ja. Was mich so ein bisschen an ihr stört, aber das ist auch so ein bisschen unlogisch mit Aluminium-Siren und Leadclaw. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie sähe sie denn aus, wenn sie keine Armbänder hätte? Weil sie ist ja schon ganz weiß. Tja, keine Ahnung. Ich weiß ja aber auch nicht. Ich meine, gut, die anderen sind ja jetzt auch nicht schwarz. Vielleicht bleibt sie einfach so. Also bei Tinianko ist es ja so, die ist ja eigentlich weiß und mit den Armbändern wird das alles durch so Lackschwarz ersetzt. Ja, vielleicht macht es bei den anderen beim Aussehen einfach nichts. Ich überlege gerade, haben sich Uranus und Neptun vom Aussehen her verändert mit den Armbändern? Ich glaube nicht. Ne? Nö, gar nicht. Okay, ja, Usagi beobachtet das und Verwandlung! Ja, und eine andere, eine längere. Ich habe auch gedacht, das ist doch nicht die gleiche Verwandlung wie vorher. Und anscheinend ist es jetzt wirklich so, ohne nähere Erklärung kann sie jetzt dauerhaft in Eternal Form bleiben. Ja, das hat mich auch gewundert. Zuvor braucht sie immer noch die Kraft von allen 10 Senshi und innerhalb von wenigen Folgen kann sie es auf einmal auch allein. Ohne jegliche Erklärung. Ich meine, Also dass sie sowas. das kann, okay, aber eine Erklärung wäre halt schön gewesen. Ja, das kann ja auch eine ganz kurze Erklärung sein, oder? Ja. Irgendwer hatte, glaube ich, geschrieben am Ende im Kampf mit Helenia würde sie angeblich die Kräfte von allen dann nochmal endgültig bekommen. Habe ich nie so wahrgenommen. Ich auch nicht. Also, okay, das wäre eine Erklärung, aber das wurde dann erstens nicht gesagt und zweitens habe ich das auch nie so wahrgenommen. Aber wahrscheinlich wird es so sein. Noch ein kleiner Fun Fact, du weißt garantiert, wessen Stimme Iron Mouse im Deutschen hat, oder? War das Sabine Bohlmann? Nein, Nee? das wäre cool. Nee, warte. Ah, ich wusste das mal, Also ich weiß verdammt. nicht, wie die Sprecherin heißt, aber es ist die Stimme von Mimette. Ah, so. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die eine doppelte Stimme hatte, aber nee, stimmt, es war nicht Sabine. Nee, stimmt. Ja, Usagi will er so quasi angreifen, aber Iron Mouse ist quasi schon fertig. So, ach, wer bist du denn? Du bist ja auch eine von uns. Hä, eine von uns? Ja, ich bin Sailor Iron Mouse. Hä? Ah ja, und ich gehe jetzt. Sailor? Genau. Und du amüsier dich mal mit dem Monster. Wie heißen die Monster hier? Phages. Ich werde das nie richtig aussprechen. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist, aber also der Plural. In den Untertiteln steht immer Phagen, aber ich glaube, der richtige Plural wäre Phages. Na, das Ding ist, in dem Untertiteln benutzen sie das wo deutsche Wort Phagen, beziehungsweise ich glaube, es ist eigentlich Griechisch. Und das ist ein Begriff aus der Biologie und Phagen sind Viren, die Bakterien befallen. Und deswegen deklinieren sie das Wort halt einfach nach der deutschen Deklination. Ach so, ach so. Ja, also auf jeden Fall spricht man es im Original aber mit diesem J aus. So, jetzt, wo war ich? Ja, genau, Monster taucht auf und Iron Mouse zischt ab. Mit der Telefonzelle des Todes. Und ja, das ist die Ja. Telefonzelle des Todes. Dazu Ja. kommen wir noch. Hast du gerade eigentlich gesagt, wie dieses Monster entstanden ist? Nee, stimmt, genau, weil Leute, also der Sternkristall hat sich schwarz verfärbt, war also kein besonderer Sternkristall, was auch immer sie gesucht hat, und Leute, die einen schwarzen Sternkristall haben, werden immer zu Monstern. Im Anime, im Manga, wie wir schon mal gesagt haben, gibt es diese Phages nicht. Da ist das auch nicht so.
Aber ja, hier ist es halt so. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gefragt, hat Galaxia eigentlich Monster of the Day? Aber andererseits, wenn sie noch mehr Untergebene hätte, dann weiß ich, ich glaube, die fliegt mit einem Wohnblock durchs All oder so. Also ich würde eigentlich sagen, im Manga sind mehr so die Untergebenen die Monster des Tages. Er ja, ist ja auch Ja, generell so bei denn da allen. ist ja die Story einfach so schnell, dass halt quasi ja schon fast jedes Kapitel irgendeiner von ihren Untergebenen stirbt. Aber Galaxia hat auch irgendwie gefühlt unfassbar viele. Ja, die hat so viele. Also ich weiß, im Anime sind das nur vier. Im Manga haben wir dann noch, lass mich überlegen, Jetzt geht's noch los. fünf mehr, fünf mehr. Fünf! Und da hast du die ganzen wiederbelebten Inners und so weiter noch gar nicht mitgezählt, ne? Nee, okay, man muss jetzt auch sagen, vier davon sind zwei Zwillingsgespanne, aber trotzdem, es sind fünf weitere. Ja, ne? Ich glaube, Galaxia reist mit der Enterprise durchs All mit der 400 Mann starken Besatzung. Naja, ich meine, ist ja auch klar, wenn die da durchs Weltraum, genau, durchs Voll Weltall krass durchs fliegt und Weltraum. was? Was? Die fliegen voll krass durch das Weltraum. Ja, wenn die halt durchs. Jetzt wollte ich. Verdammt! Ich hab sie aus dem Konzept gebracht. Okay, soll ich weitermachen oder willst du dich erstmal einkriegen? Sie schlachtet halt sämtliche Sailor Senshi ab und zieht halt dann natürlich auch Leute auf ihre Seite. Deshalb macht es schon Sinn, dass das plötzlich so viele sind. Ja, okay. Okay, ganz kurz, genau, wenn wir es gerade hatten. Wie heißt denn eigentlich unsere gegnerische Organisation? Shadow Galactica. Der Name fällt zumindest im Deutschen im Anime auch nie, glaube ich. Echt? Ja, das kann sein. Naja, jedenfalls haben wir dieses Monster, diesen Phagen. Hat einen Namen, oder? Die heißen ja alle Sailor irgendwas, die Phagen. Ja, er heißt Sailor Buri und Buri ist anscheinend ein Gelbflossen-Thunfisch laut Sailor Moon Wiki. Und diese Fische sind anscheinend auch an ihrem Outfit dran, aber keine Ahnung, was sie damit zu tun hat. Das verbindende Element bei den Phagen ist ja, die haben alle diesen Sailor-Kragen. Genau. Also, ich weiß, im Deutschen wird das nicht gesagt, dass das ja so Fake Sailor Senshi oder also mehr Sailor Senshi verarschen sein sollen. Aber im Japanischen heißen die alle irgendwas mit Sailor und haben halt auch diesen Matrosenkragen. Ja, wo wir gerade von Fake Senshi reden, als Sailor Moon noch überlegt, was sie denn jetzt machen soll, tauchen dann die drei Leuchten auf. Ja, und übrigens, ich wusste früher gar nicht, dass diese Phages halt wirklich so Fake Sailor Senshi sein sollen. Das ist mir nicht aufgefallen, weil es ja im Deutschen nicht gesagt wird. Und dieser Matrosenkragen ist mir jetzt auch nicht so krass aufgefallen. Ehrlich gesagt, ich muss gerade mal, bei diesen Fragen muss ich tatsächlich mal suchen, wo der überhaupt ist. Ja, wo er halt bei allen anderen auch ist. Ja, aber ich erkenne ihn nicht. Ja, der hat doch so einen weißen. Nee, Ja, der hat keinen ich weißen. muss ihn mal irgendwann in der richtigen Ansicht sehen. Nee, den weißen hat der Iron Mouse. Ah, oh, ich werde da auch so durcheinander kommen. Ja, Iron Mouse Kragen ist klar. Übrigens, zu Iron Ja. Mouse Outfit können wir auch noch mal bei Zeiten was sagen, aber nicht jetzt. Ja, okay, der hat so einen gelben Kragen. Aber jetzt wäre mir nicht als Sailor Kragen aufgefallen. Ja. Okay, genau. Die drei leuchten. Mit ihrem. Denn wir haben drei neue Sailor-Kriegerinnen, die Sailor Starlights. Wuhu! Ach, komm, so schlimm finde ich die jetzt nicht. Also, es gibt zwar bei allen drei so ein Ding, was ich nicht mag, aber so generell mag ich sie eigentlich schon. Genau, und sie stellen sich direkt vor, im Japanischen mit: Die Finsternis der Nacht durchdringend, jagen wir durch die freie Atmosphäre, die drei heiligen Sternschnuppen. Ach, gut, dass der Satz von denen im Original genauso wenig Sinn macht wie im Deutschen oder genauso dämlich ist. Na komm, die drei heiligen Sternschnuppen macht schon irgendwie Sinn, warum auch immer die heilig sind, aber gut. Ja, ich fand's immer, also ich fand deren, wie soll man sagen, deren Vorstellungsspruch, Ansagespruch, ja. den fand ich, also vielleicht liegt's am Deutschen, ich fand den immer total cringy. Na, ich finde, der geht. Also ich finde den jetzt nicht schlimm. In der Dunkelheit der Nacht und im hellen Licht des Tages, wir sind jederzeit bereit. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist das auch nicht dümmer als im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen, aber ich find's trotzdem irgendwie.
Ich mag's nicht. Ach ja, Fun Fact, was ich ganz lustig fand. Das mit der Atmosphäre sagt Taiki und Taiki bedeutet Atmosphäre. Okay. Ja, und es kommt genau das Wort übrigens auch vor in dem Spruch. Ah, okay, das ist ein Wortwitz, klasse. Ja, aber die anderen Namen komischerweise nicht. Zumindest habe ich sie nicht gehört. Ja, Fighter ballert jedenfalls mit seiner Attacke. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich weiß nur von einem von denen, wie die Attacke heißt. Ja, also wir haben noch gar nicht gesagt, wie die alle drei heißen. Ich weiß, ihr wisst es eh schon. So, Sailor Star Fighter, Fighter. Sailor Star Healer, Sailor Star Maker. Und Fighters Attacke ist Star Sirius Laser. Macht voll Sinn, weil das ja so ein Laser ist. Im Deutschen haben sie so Ja. wahnsinnig kreative Attackennamen. Sailor Star, Star, strafe strafe ihn! ihn. Ja, ich fand aber auch, dass die im Deutschen irgendwie so ein bisschen strange klangen. So, Sailor Star, strafe ihn, lähme ihn und halt ihn auf. Also Ja, strafe ihn, finde ich, geht noch, aber lähme ihn, ne, und halt ihn auf, finde ich besonders bescheuert. ja, okay, halt ihn auf, klingt wirklich doof. Ja, aber lähme ihn, vor allem, aber das lähmt doch gar nicht, oder? Ich wüsste nicht. Die Attacke hat noch nie gelähmt, Die zumindest schießen soweit ich einfach weiß. nur, das ist einfach nur so ein Powerbeam, oder? Ja, also im Japanischen heißt es Warte Star Sensitive Inferno. Okay, ich bleib bei Powerbeam. Ja, also ja, die deutschen Namen finde ich auch ein bisschen seltsam hier teilweise. Aber okay, die japanischen sind auch teilweise seltsam, Ja, aber dazu kommen dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Oh Gott. Ein kurzer wir noch. Oh Zeitcheck. Gott. Okay, wir liegen noch ganz okay in der Zeit. Die greifen halt den, wie Fatsch. Saburi? Ja, den Fatsch an. Genau, mit Star Und Sirius Laser. hauen ihn damit einfach sofort um und wollen ihn dann eigentlich direkt töten. Aber Sailor Moon ist dagegen. Ja, und sie sagen, ja, die kannst du nicht mehr retten. Nur sie kann das. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Bis Kakyu ja irgendwann wirklich auftaucht, habe Hast ich du immer gedacht, gedacht, die sie suchen sucht Sailor Sailor Moon. Moon? Ja. Ja. Ich glaube, ich habe es auch gedacht, bis ich das zumindest wusste. Oder zumindest, ja, es ist halt logisch. Ich meine, die singen hier von Moonlight Princess und sagen ja auch ständig sowas wie, oh, Usagi ist ja ähnlich und ich spüre den Duft von Kakyu oder sonst was. Warum auch immer. Wahrscheinlich duften alle Prinzessinnen gleich, wer weiß. Die Verdauungstrompete sagt was anderes. Also keine Ahnung. Aber ja, also. Das ist ein guter Plot-Twist. Da haben sie halt Ja. schon so drauf hingearbeitet, dass man denkt, das ist Sailor Moon. Ich meine, sie ist die Hauptperson, aber nö. Eine random andere Prinzessin, die wir noch nie gesehen haben. Ja, so als Hinweis, so ungefähr hätte man den Twist mit Venus aufziehen müssen. Okay, ja, die kann, also Sailor Moon kann die halt doch zurückverwandeln. Und dann sind die drei auch verschwunden und wundern sich, was die für eine gewaltige Kraft hatte. Also, die haben so diesen typischen, ist eigentlich so ein typischer Outer-Senshi-Move, einfach wegspringen und dann irgendwo im Gebüsch hocken. Am besten in einem Baum. Ja, genau. Ja, und Ja, und Usagi sitzt. dann geht's der Sängerin auch wieder gut. Genau, und Usagi sitzt dann irgendwo auf einer Bank und überlegt, was das jetzt zu bedeuten hatte. Und was ich lustig finde, sie erzählt es den anderen nicht, weil sie selbst noch nicht dahinter gekommen ist, was los ist. Ja, irgendwie dieses ganze Ding in dieser Staffel, dass Usagi niemandem irgendwas erzählt, das finde ich passt nicht so recht zu ihr. Ja, dazu kommen wir auch noch. Es gibt so Ja, vieles, zu weil dem wir es noch fängt ja schon kommen. damit an. Ich meine, dass sie es nicht versteht, okay, aber sie kann doch trotzdem sagen, jo, da waren drei neue Sailor Senshi und neue Feinde, das ist halt verdammt nochmal wichtig. Ja, aber gut, vielleicht will sie. Ich meine, sie weiß ja, wie ihre Freundinnen da gerne mal drauf sind. Sie weiß halt noch nicht, ob das Freunde oder Feinde sind und will jetzt nicht direkt einen Krieg anzetteln. Ah ja, okay, das verstehe ich. Und wir wissen, dass die. Wir haben ja schon gesehen, was das für ein Chaos mit den Outer Senshi gab. Ja. Und, naja. Sie weiß vielleicht, dass keine Planeten mehr übrig sind und dass die demnach von außerhalb kommen müssen. Ja, okay. Ja, also Sailor Moon hat übrigens auch eine längere Attackenanimation bekommen. Es ist aber trotzdem die gleiche. Nämlich Starlight Honeymoon Therapy Kiss. Ich wette mit dir, Naoko wusste nicht, was Honeymoon heißt. Die hat es einfach nur genommen, weil es cool klang. Oh, irgendwas mit Moon und Honig ist doch schön, das nehmen wir. Garantiert. Kann gut sein, oder? Sie hat sich das gedacht, hat es dann nachgeschlagen und gedacht,
Egal. Ja, also es das heißt seit Flitterwochen. Hat sie gedacht, ja, irgendwas mit Liebe, das passt schon, das nehmen wir. Finde ich auch super, dass sie diese Attacke in dem Moment bekommt, quasi kurz bevor Mamoru stirbt. Ja, stimmt. Das hat auch was Nice. Ja, und übrigens die Fatsches, wenn die besiegt werden, die sagen jetzt immer Beautiful. Ja, ich muss was zu der Attacke noch sagen, nämlich wie die Ja. auf Deutsch geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die auf Deutsch geht. Die geht meiner Ansicht nach überhaupt mal gar nicht. Denn sie Oh, ist lautet, das Sieg und Heil? das ist Sieg und Heile. Wie kann einem das bitte nicht auffallen? Mir ist es nicht aufgefallen. Ich erkläre es auch nicht. Ich meine, so ein Kombi mit der Deutschlandflagge. Es ist nicht wirklich die Deutschlandflagge, aber. Nein. Ey, also das war ja safe keine Absicht. Aber es ist schon so ein Nein. bisschen. Das ist aber irgendwie so, Leute, das könnt ihr kein einziges Mal nochmal angehört haben oder nochmal gelesen haben. Das wäre ich doch aufgefallen. Ja, ich muss aber Ah. auch sagen, mir ist es wirklich nicht aufgefallen, bis es irgendwann irgendwer gesagt hat. Die ganze Attacke übrigens Macht des Lichts, Sieg und Heile. Ah ja, stimmt. Oder Eieiei. heißt die wirklich so? Ich dachte, das war nur einmal ein Ausrutscher. Mindestens Weil in der ich, weil nächsten. ich, da, ich dachte nämlich, die letzte Attacke heißt doch irgendwie Licht des Silbermonds, Schein und Heile, oder? Ja, sie bekommt ja irgendwann nochmal diesen erweiterten Stab. Ja, aber ich dachte, das andere hatte zwei andere Verben. Macht des Lichtes. Also, das heißt mindestens in der nächsten Folge auch noch so. Weiter weiß ich's nicht. Warte, ich google das jetzt, das interessiert mich jetzt. Macht des Lichtes. Was war es? Flieg und Heile? Sieg und Heile. Ach, stimmt, stimmt, Flieg und stimmt. Heile wäre ja nicht so schlimm. Ja, stimmt. Ich sehe aber auch Flieg und Heile. Was? Ja, Warte. wie gesagt, mindestens in der. Oder habe ich mich komplett verhört? Ich meine, das will ich jetzt nicht völlig Nee. ausschließen. Ah ja, okay. Ach so. Nee, es ist tatsächlich am Anfang Sieg und Heile und später Flieg und Sieg. Ach so. Ja, da ist Ihnen vielleicht ein bisschen aufgefallen, wo da das Problem liegt. Ja, okay. Weißt du, wahrscheinlich Wahrscheinlich. lief das so ein paar Folgen und irgendwann hat einer gesehen, ach du Scheiße. Ihr könnt doch hier nicht das blonde, blauäugige Mädchen mit der Deutschlandflagge als Rock Sieg und Heile sagen. Je länger du drüber nachdenkst, desto schlimmer wird's. Ich meine, natürlich können die nichts für Sailor Moons aussehen. Das ist auch garantiert nicht so beabsichtigt, aber es ist schon so ein blöder Zufall. Machen wir einfach mal weiter. Ja, ich bin eigentlich, glaube ich, ziemlich durch mit meinen Fun Facts und, ach Ich so, was? nicht. Ich auch nicht. Ich sehe gerade, die Inners, reiten nämlich so drauf rum, dass Usagi den Ring an den linken Ringfinger gesteckt bekommen hat. Vielleicht bin ich jetzt ein Idiot, aber bedeutet das was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wette, irgendwer von euch weiß das. Schreibt es mal in die Kommentare. Also wer. Vielleicht steckt man da den Hochzeitsring dran. Das wäre ja der rechte Ringfinger, das wäre mir schon klar, aber der Ach linke? so, keine Ahnung. Ich überlege nämlich gerade, ich bin nicht mehr sicher, was sie im Japanischen sagen. Ich glaube, sie fragen was anderes. Oder ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall sagt dann Usagi auch wieder dieses Ade, Ade, Ade. Das ist dieses, was Minako schon am Anfang gesagt hat, so das da! Und das sagt Usagi jetzt auch die ganze Zeit, so als Verarsche. Okay, ich raff's. Also halt, also halt dieses, ja, was ist denn gerade passiert? Usagi, also ja, das da, das ist halt so gerade passiert. Also sie sagt halt nicht, was gemeint ist, sondern halt nur dieses Ade. Das ist schwer zu erklären gerade. Minako-Verarsche, okay. Du hast noch einen Fun-Fact? Ja, wir haben jetzt anscheinend ein anderes Outro. Es wäre mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Aber anscheinend wurde jetzt das Outro-Lied, es ist ein bisschen eine andere Version. Also anscheinend war das vorherige langsamer und das jetzt ein bisschen schneller. Aber ich muss sagen, es ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht fällt es mir beim nächsten Mal auf. Also in der deutschen Version ist mir auch nicht aufgefallen. Ach, wo wir gerade bei der deutschen Version sind. Meiner Erinnerung nach hätten wir natürlich in der Erstausstrahlung hier auch ein neues Intro gehabt. Ja. Nämlich Fliegt durch die Wolken, wenn das so heißt. Ja, doch heißt es. Ja, es gab ja nicht mal eine Veröffentlichung von dem Intro, leider.
Wie gesagt, vielleicht ist das auch wieder, ich erinnere mich ja nicht immer richtig daran, wann die Intros kamen, aber ich meine, ab hier wäre das gewesen. Wahrscheinlich wird mich jetzt irgendeiner korrigieren. Nee, das war erst bei der zweiten Ausstrahlung, ab Folge sowieso oder so. Aber meiner Erinnerung nach war es halt ab hier. Kann halt falsch sein. Ist halt Ja. schon ein bisschen was her. Das ist ja sowieso so eine Sache, weil da irgendwie jeder was anderes sagt, wann jetzt in der deutschen Ausstrahlung welches Intro kam. Ich glaube, das haben die auch irgendwie durcheinander geworfen, wie sie gerade lustig waren. Ja, und wie gesagt, es ist halt ein bisschen was her. Ich weiß das nicht mehr so hundertprozentig. Ich hätte eigentlich Stein und Bein drauf geschworen, aber das habe ich bei den anderen Intros auch und das war auch falsch. Also, ja. Ja, keine Ahnung. Gut, ich bin durch. Okay. Ja, ich auch. Gut, Bewertung? dann, genau. Ich würde dieser Folge 3 von 5 Sternkristallen geben. Okay. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben 4 bis 5. Echt? Also. Ja, okay. Naja, also ich fand's eigentlich schon eine coole Folge. Ich meine, vor allem das mit Usagi und Mamoru war auch sehr süß. Und dann hat natürlich die Einführung von neuen Charakteren. Also ich fand, das war eine gute Folge. Ja, das ist mein Problem an dieser Folge, die Einführung der neuen Charaktere. Ach, komm. Ich mag die Starlights nicht. Ich schon. Ich bin zwar jetzt auch nicht so der mega krasse Fan, aber ja, dazu kommen wir dann noch. Aber ich mag sie schon. Okay. Wer ist denn dein Win der Folge? Okay, ich habe jetzt hier mehrere Kandidaten. Ich habe mich da bei diesen beiden Folgen ein bisschen schwer getan. Als Honorable Mention habe ich Mamoru, dafür, dass er Usagi den Ring geschenkt hat. Das war ja schon sehr süß. Dann Galaxia, weil sie jetzt den Sternenkristall der Erde hat. Ist eine coole Leistung. Also für sie. Oder Moon, weil sie den Fudge nicht getötet hat. Und ja, sie hat halt jetzt dafür gesorgt, dass die Fudges nicht mehr getötet werden müssen. Yay. Ich meine, die Starlights hätten das gemacht. Ja, eiskalt. Die Outers auch. Ja. Ja, die Starlights wussten halt nicht, dass noch irgendwer da ist, außer ihrer Prinzessin, die das kann. Ja, mein Win war. Was habe ich hier stehen? Ich lese es mal vor. Golden Queen Galaxia, die prächtige All Hail Galaxia. Ja, also das ist auch. Also ich würde tatsächlich auch den Win Galaxia geben, denn ich meine, sie hat hier den Sternenkristall der Erde in der ersten Folge wohlgemerkt. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also, nicht nur eine Helenia, im Grunde genommen hat ja auch Beryl im Grunde die ganze Staffel versucht, da dran zu kommen. Gut, wichtiger war ja der Silberkristall, aber Mamoru als Person war ihr ja auch wichtig. Ja gut, aber Beryl wollte ja nicht seinen Sternenkristall. Nein, aber ihn. Und wenn wir mal vom Manga ausgehen, hat Galaxia damit ja jetzt auch ihn. Ja, okay, das stimmt. Ja, beim Galaxia kommt rein und regelt direkt. Ja. Ja, Okay. dein Fail. Fail. Ich habe mich beim Fail furchtbar schwer getan. Was ist deiner? Ich auch. Mir ist niemand Besseres eingefallen. Deshalb habe ich jetzt mal Usagi dafür, dass sie zu dem unbefugten Bereich gehen wollte, aber das ist halt nicht mal ein richtiger Fail. Du, das bestimmt die Starlights. Mein Fail ist Iron Maus. Ach so, okay. Oh, du bist Warum? offensichtlich auch eine Sailor-Kriegerin, aber ich versuche erst gar nicht, deinen Sternenkristall einzusacken. Ja, aber die weiß das ja anscheinend nicht. Sonst wäre sie ja so schlau, nicht auf Männer loszugehen, weil da die Chance so verschwindend gering ist, dass du es gleich lassen kannst. Aber das muss sie wissen, dass grundsätzlich Sailor-Krieger Sternkristalle haben, weil sie hat ja ihren eigenen abgegeben. Ja, anscheinend nicht. Das ist sowieso so eine bescheuerte Sache. Vor allem im Anime. Ja, stimmt. Eigentlich müsste sie das ja wissen. Sie hat doch selber ihren Sailor Crystal abgegeben. Also Ja, wenn, keine Ahnung, was also da im los Manga war. würde ich, nee, nicht mal nach Manga-Logik macht's auch keinen Sinn, weil da hat sie ja demnach einen Sternenkristall von Sailor Two geklaut. Ja, aber da ist es ja nicht so, dass die random Leute angreifen und vor allem keine Männer. Ja, Da greifen aber. die ja direkt die Sailor Senshi an. Ja eben, warum macht sie das hier nicht? Ja, weil sie anscheinend nicht weiß, was los ist. Und das ist nicht ihre Schuld, sondern. Ja, gut, die Anime-Schreiber sind wahrscheinlich auch nicht schuld, weil die das auch nicht wussten. Schätze ich. Ist aber wieder eine blöde Situation. Ja, gut, dann würde ich jetzt mal sagen. Kommen wir zu der nächsten Folge. Da kann ich Das wird noch. eine lange Folge heute, ich merke schon. Da kann ich mich auch über so ein bisschen drüber aufregen über die Folge.
Echt? Okay. Naja, über so ein bestimmtes Ding, das da zum ersten Mal vorkommt. Was, das mit dem Mann? Nein, egal, kommen wir noch zu. Ja, Folge 174. Moment, 174? Ja, 174. Die Einschulung. Und auf Japanisch, Sturmwind an der Schule, die neuen Schüler sind Popstars. Woohoo. Ach, komm schon. Alle sind so voll, yeah, Hype, Starlight, und du so. Ja, das zieh ich auch durch. Es gibt ja Okay. irgendwann den Punkt, wo ich sie nicht mehr so ätzend finde, aber am Anfang so, meh. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich das zum ersten Mal geschaut habe, da fand ich die sogar noch cooler als die Outer Senshi. Also da fand ich die richtig cool. Mittlerweile denke ich mir so, ja, die sind ganz cool, wenn auch jetzt vielleicht nicht so die allersympathischsten manchmal, aber na. Naja, Aber ja, ich verstehe, warum man da im ersten Moment geflasht ist, aber man sollte vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken. ich war negativ geflasht von denen. Übrigens auch damals schon. Ich konnte die von Anfang an nicht richtig leiden. Okay, also anscheinend ist es irgendwie so eine Hate- oder Love-Situation. So Also entweder ich sag man mal, mag sie oder man hasst sie. also mittlerweile muss ich sagen, Saya ist okay. Ich mag zwar das Saya-Shipping nicht, aber Saya ist okay. Die anderen sind so. Meh, die sind halt da. Ich lebe damit, aber ich freue mich jetzt nicht gerade auf sie. Ja, die haben jetzt leider nicht so viel, unfassbar viel Persönlichkeit. Und ich finde Seiya auch sympathischer als die anderen beiden, auch wenn Seiya halt dieses Shipping hat, aber ja, ist jetzt nicht so, der ist halt einfach viel netter und ja, die anderen beiden sind halt schon so ein bisschen fies teilweise, vor allem Yaten. Yaten ist eigentlich voll aggro und voll gemein eigentlich. Ja, hatten es der Weißhaarige. Genau. Gut, da werden mich auch voll viele verhaten, dass ich die nicht mal auseinanderhalten kann. Aber ich glaube Ja. jetzt, ich glaube, ich hab's inzwischen raus. Okay, gut. Okay, die Folge fängt an mit Usagi, glaube ich, die einen Liebesbrief schreibt, ne? Genau, sie schreibt einen Brief an Mamoru, denn sie wollte jeden Tag einen Brief schreiben. Und Ami beschwert sich direkt mal, dass anscheinend wieder keine Kanji dran vorkommen. Ja, und im Deutschen über die Rechtschreibung, aber mal so nebenbei. Jeden Tag einen Brief schreiben nach Amerika Teuer. im Jahre 1996. Tja. Teuer. Und ich meine es nicht, als stünden E-Mails nicht zur Verfügung. Ja, komm, aber Usagi kann ja nur das benutzen mit deinem Computer. Okay, Punkt für dich. Lustig an der Tja. Szene ist, Ami kann diesem, Ami hat es offenbar nur dann gegen Liebesbriefe allergisch, wenn sie an sie gerichtet sind. Ja, das stimmt. Weil dieser macht ihr überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, sie guckt da sogar so voll aufdringlich drauf, also wie die anderen auch. Ami mal wieder kein großartiges Vorbild. Warum Vorbild? Ja, man liest doch nicht, wenn Leute einen persönlichen Brief schreiben, Ach die guckt man denen so. doch nicht über die Schulter und liest den. Ja, okay, das ist schon unvorbildlich, das stimmt. Und dann sehen wir, im Grunde genommen kommt jetzt die Nummer mit den Kursen, wo wir sehen, was die alle für Kurse belegen und Mamoru wird so in den Sportkurs, Mako. was? Mako? Makoto. Habe ich Mamoru Ja. gesagt? Makoto. Aber lustig, Makoto sollte ursprünglich Mamoru heißen, soweit ich weiß. Ich dachte, ich hatte es andersrum im Kopf. Aber egal. Ja, Nee, sie nee, wird ich jetzt glaube so. Mamoru Chino oder sowas. Irgend Okay. sowas. Jedenfalls, Mako wird in den Sportkurs gedrängt, obwohl sie lieber, was weiß ich, kochen. Genau, und dann kommt halt irgendwer und der sagt, ja, das wäre doch voll die Verschwendung deiner Kraft und überredet sie dann irgendwie doch, dass sie in irgend so einen Sportclub reingeht. Und ich weiß nicht, in welchem Kurs Army ist, aber ich glaube, sie ist in der Danger Zone. Genau, also sie ist im Computerclub und da druckt sie gerade irgendwas aus und erzählt halt, ja, das ist so irgendwelche Infos von irgendeiner amerikanischen Uni und es ist halt einfach auf dem Blatt steht einfach der Songtext von Kenny Loggins Danger Zone. Ja. Das ist so geil. Das ist mir übrigens, ich hab das heute geschaut und ich hab kurz einen Blick auf das Blatt geworfen und hab gedacht, da sind irgendwie viel zu wenige da sind viel zu wenige komplizierte Wörter drauf. Ich hab's nur ganz kurz gesehen und hab gedacht, das ist niemals irgendwas über Raumfahrttechnik. Hab dann später nochmal reingeguckt, was denn da wirklich steht und hab gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt steht da Danger Zone. Direkt danach gucke ich ins Wiki und war voll enttäuscht, dass das schon andere rausgefunden hatten.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das nachgeschaut hätte, aber ich wusste es halt schon. Falls ihr nicht wisst, wie das Lied geht, Highway to the Danger Zone. Vielleicht kennt ihr es ja jetzt. Ja, es ist cool. Yeah. Okay, jetzt überlege ich gerade, Minako spielt plötzlich wieder Volleyball, nachdem sie sich eigentlich für immer davon verabschiedet hatte. Genau. Was ich übrigens auch nur lustig fand, also Ami hat das halt für so einen Typen ausgedruckt, weil der kein Englisch kann. Und dann fällt dem Typen auf, ach stimmt, ja, die Infos sind ja jetzt auch in Englisch. Ja, derp. Aber sie will Meinst du, es dann Army macht das übersetzen. öfter so, dass die Leuten irgendwas ausdrucken, das sind einfach Songtexte? Das, ja, vielleicht war das ja so ein Joke von Ami. Das wäre witzig. Ja, das sind so voll die krassen Infos über das und das und das und das. Ja, und dann übersetzen die das. Wait. Weißt du, wie wenn du für jemand anderen ein Referat schreibst und du willst ihn verarschen und schreibst irgendwas rein, was gar nicht stimmt, nur damit er sich dann blamiert und du ihm sagst, ja, sieh halt selber zu, dass du Infos sammelst. Nicht, dass Na, ich das je sowas getan macht hätte. Armin nicht. Sowas macht Armin nicht. Ein Ami nicht. Sowas So. macht man nicht, Mad-Eye. Habe ich auch nie getan. Habe ich doch gesagt. Habe ich nie getan. Okay, na gut. Also, das habe ich wirklich nie getan. Aber vielleicht sowas Ähnliches mal. Ach so, na gut. Okay. Ja, und jetzt? Ja, Minako ist im Volleyballclub und Usagi überlegt, in welchen Club sie will, und wir haben mal wieder ein strange verzerrtes Bild von Usagi. Warum? Wenn sie so drüber nachdenkt, dass sie in einen Club will, ich glaube auf Deutsch ist es irgendwas, wo sie viel tanzen und Süßigkeiten essen kann, dann hat sie so ein komisches Alien-Gesicht plötzlich. Ach so, okay. Ich schick dir nachher mal einen Screenshot. Ja, Dann ich weißt du, glaube. was ich meine. Ja, genau, sie sagt halt irgendwie sowas wie, ja, am liebsten würde ich in einen Club, wo man den ganzen Tag singt und tanzt und Süßes isst und Mangas liest und nach Amerika kann. Ja, und Luna so, ja, sonst noch Wünsche? Ja, dann kannst du gleich in den Nachhausegeher-Club gehen. Das sagt sie im Deutschen nicht. Nice. Und dann Ja. redet sie mit Luna. Also, jetzt weiß ich, woher sich alle an die gute Luna erinnern. Das ist wahrscheinlich nur aus dieser Staffel. Wahrscheinlich, ja. Sie redet jetzt mit Luna darüber, was in der letzten Folge passiert ist. Nicht mit ihren Freundinnen, warum auch? Na naja, gut, wir haben ja schon Ja. geklärt, warum. Und dann rennt sie irgendwann während sie so reden, rennt sie irgendwann um eine Ecke und rasselt in Saya rein. Das ist ja noch nie passiert in dieser Serie. Ja, und dann kommt auch was, was mich wieder so ein kleines bisschen aufregt. Jetzt kommt Mamorus Theme. Also dieses was halt am Anfang auch immer kam, wenn die gestritten haben. Und es nervt mich halt, denn es heißt halt wirklich Mamorus Theme, soweit ich weiß. Und Luna fährt voll ab auf Saya. Ja, stimmt, die findet den voll toll, aber Usagi und Seiya keifen sich halt nur so ein bisschen an. Beziehungsweise er versucht halt zu flirten, aber sie geht nicht drauf ein. Ja, zum Glück. Übrigens, ich habe einen Schätzchen-Counter aufgesetzt. Ja. Und in der letzten Folge hat Saya es einmal gesagt. Und in dieser Folge wird es ein paar Mal öfter sagen. Na dann. Ich werde Ach ja, nachher sagen, übrigens, wie oft. Usagi hatte ihm letzte Folge schon gesagt, dass sie einen Freund hat und dass die Zukunftspläne haben. Und deshalb gefällt es mir nicht, dass Saya trotzdem drauf beharrt. Naja, bis jetzt ist er ja noch. Ich meine, er wird es nicht bleiben in dieser Folge. Ja, hab ich, okay, bis jetzt geht's ja noch, aber trotzdem finde ich das jetzt nicht so toll von ihm. Naja, okay. Und dann haben wir den Fernsehsender Galaxie. Ja, oder auch Ginga Terebi. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ab irgendeinem Zeitpunkt auch im deutschen TV-Sender Ginga heißt, aber ich weiß nicht ab wann. Das kann durchaus sein. Also Ginga heißt Galaxie. Surprise. Und ich finde das irgendwie witzig. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich sehr an Staffel 3, weil da waren die Deathbusters waren ja auch so aufgebaut wie eine Firma irgendwie. Ja, stimmt. Aber hier haben wir auch so eine Art Firma. Genau, mit Iron Maus, die jetzt recherchiert, wen sie sich als nächstes, erinnert mich an Eudia, wen sie sich als nächstes krallen kann. Und ich finde es auch geil, sie zeigt so oft auf so einen Footballspieler, zeigt so auf die Schultern und so, oh, diese Muskeln. Und ich denke mir, das sind keine Muskeln, das ist der Schutzanzug. Ja, gut. Ja, aber Iron Maus ist auch so ein bisschen wie Mimet, ne? Ja, aber das erinnerte mich irgendwie mehr an Eudial. Wobei Mimette das ja auch manchmal macht, aber die guckt halt immer nur ihre Soaps, ne? Ja, gut, Mimet nimmt halt auch immer die Typen, die sie toll findet. Und sowas. Und
Ja, okay, Iron Mouse ist zwar jetzt nicht so schlimm, aber die macht das auch so ein bisschen. Ja, und dann bekommt sie einen Anruf. Die Präsidentin will sie sehen. Ja, die Präsidentin ist natürlich Galaxia. Dam, dam, All dam. hail Galaxia! Ja, also hier sehen wir sie dann das erste Mal richtig, soweit ich weiß. Nee, wir Und haben sie auch schon gesehen, als sie Mamoru einkassiert hat. ach so, ja gut. Aber sie ist halt hier noch so geheimnisvoll, so halb im Schatten. Ich finde es auch geil, dass sie mit Präsidentin Galaxia angesprochen wird. Sag mir bitte, dass sie im Original Golden Queen heißt. Nee, ich glaube, sie heißt auch Präsidentin, aber ich bin nicht mehr sicher. Muss ich noch mal nachschauen. Wo heißt sie denn Golden Queen? Sie hat einen Charakter-Song namens Golden Queen, also auch im Anime. Okay. Also in irgendwas wird sie mal angesprochen mit Golden Queen Galaxia. Ob das im Manga war oder in irgendeinem Mew, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr, vielleicht kommt's auch hier noch. Okay, naja, also im Deutschen garantiert nicht. Daran würde ich mich ja. Also daran erinnere ich mich nicht, weil im Deutschen haben sie ja niemals diese Titel benutzt. Naja. Ja, also die sind dann auch immer in diesem Weltraum. Also ich kann nicht mehr sprechen. Die sitzt halt da auf so einem Thron und außenrum sieht man halt so ein bisschen Galaxie, aber das ist halt wie so ein Glasboden. Ja, es ist die weirde Chaos-Glasboden-Dimension, die man in jedem Trash-RPG sieht. Weird. Das ist auch eine sehr schöne Bezeichnung. Musst du mal drauf achten bei so Trash-RPGs, da hast du immer das Level mit der weirden Glasboden-Dimension, wo du denkst, was soll das? Okay, ich guck nicht so viele Trash-RPGs. Ich Hat glaube, was. Ankylos das mal gemacht? Ja, Ankylos hat es, glaube ich, in jedem seiner Spiele mindestens einmal gemacht. Ach so, na dann. Aber auch nicht nur er. Also das ist nicht nur so, das ist kein ausschließliches Ankylos-Problem. Na dann. Und die Leute haben keine Ahnung, wovon wir hier gerade reden. Nee, googelt's einfach. Nein, tut es nicht. Euer IQ schwindet um 100%. Ja, weil wenn man es anschaut, ist man hinterher nur noch halb so klug. Ja. Okay, wo waren wir? Weirde Glasbodendimension. Genau. Ja, genau. Iron Mouse soll sich Mühe geben. Ja, also ich glaube, so viel sagt Galaxie hier eigentlich auch gar nicht. Nee, ja, gib dir Mühe. Ich hab schon einen Stern. Ich hab schon einen. Wie ist deine Quote? Ja, genau. Ich Ja, möchte und mal wissen. weil das ja so unfassbar schlau ist, nehmen wir natürlich jetzt den Fußballspieler. Ich sage es gerne nochmal. Wir brauchen Sailor Senshi, was sie anscheinend nicht weiß. Und ich meine, es kann sein. Es ist nicht unmöglich, dass Männer einen Sailor Crystal haben, wie man an Mamoru sieht. Aber die Quote ist halt anscheinend so verschwindend gering, dass du es gleich lassen kannst. Weißt du, was ich cool gefunden hätte, wenn Galaxia einen Mann in ihrem Gefolge hätte? Ja, ich hätte es generell cool gefunden, wenn wir einmal einen anderen Sternenkristallträger, also halt sowas wie Mamoru sehen, außer Mamoru. Aber nö, keinen einzigen. Wenn es wenigstens ein Böser gewesen wäre, irgendwas, aber nö. Naja. Ich sag ja, ich Außer hätte. natürlich Wiseman. Ja, stimmt, Sailor Nemesis, klar. Ah, Wer nein, Sailor weiß. Menesis. Ja, stimmt, Menes ist ja. Okay, ja, was kommt dann? Ich wollte noch irgendwas zu Iron Mouse sagen, glaube ich, aber ist egal, ich hab's vergessen. Dann kommt die drei Leuchten kommen zur Schule. Ja, stimmt. Ja, es wird halt verkündet, hey, die Three Lights, die kommen an die Schule von den Inner Senshi und alle sind so, wuh, bis auf Usagi. Ja, Usagi ist irgendwie nur pissed auf Saya und alle wollen wissen, ey, woher kennst du den? Genau, und die Senshi rennen noch direkt alle zu den Starlights, also Three Lights hin und sagen, ja, und ich bin Mitgliedsnummer so und so. Und es wird halt immer niedriger, also je niedriger, desto besser ist halt die Mitgliedsnummer im Fanclub. Und ja, dann kommt halt schon, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zahl es war. Ich glaube, Minako ist halt am weitesten vorne. Und dann kommt aber Ami mit der Nummer 25. Also, Ami kann wirklich sagen, sie war schon Fan, bevor es cool war. Oh ja, also ich meine, der 25. Fan in so einem Club zu sein, der dann 1000 Mitglieder hat, oder 2000, das ist schon krass. Sie hat dann auch so eine krasse goldene Club-Mitglied-Karte. Ja, das muss auf musikalischem Interesse basieren, hoffe ich.
Ja, ich denke auch. Oder bei Taiki vielleicht noch auf intellektuellem Interesse. Ja, okay. Und dann kommen natürlich die Three Lights auch ausgerechnet in deren Klasse, ist klar. Natürlich, es kann ja auch gar nicht anders Und sein. zwar alle drei. Ja. Genau, Minako ist direkt so, setz dich hier, die hat Nieren! Und Und wird er er. tut es sogar noch. Ja, und Saya setzt sich natürlich zu Usagi und nennt sie Schätzchen. Ja, er redet sie die ganze Zeit so ein bisschen an und sagt immer, ja, und du kannst mir auch nicht die Schule zeigen und so. Und du sagst immer so, nö. Und jedes Mal kommt Minako angerannt und sagt, ich kann. Und dann unterbricht sie der Lehrer immer wieder. Weißt du, wo ich gerade, Usagi hat hier schon wieder so einen seltsamen Gesichtsausdruck. Kann es sein, dass wer auch immer für die Zeichnung dieser Folge verantwortlich war, derselbe war, der die Zeichnung in der seltsamen Folge in Staffel 2 mit der Schneewittchen-Aufführung gemacht hat, gewesen ist? Kann Weil sein. die erinnern mich so extrem daran. Das kann sein, aber es gibt ja generell ja so ein paar Zeichner, Leute oder halt so einige Folgen, wo die Gesichtsausdrücke irgendwie so komisch sind. Naja, also Seiya will sich an Usagi ranmachen und ja, jetzt wollen die natürlich auch in Kurse und Seiya will überlegt erst, also Minako will Seiya erstmal in den Sportkurs lotsen. Ich finde es auch witzig, dass die einen Sportkurs haben, wo offenbar alle Sportarten zugehören. Nee, ich Und glaube eigentlich nichts, oder? weiß ich nicht. Jedenfalls spielen die jetzt Basketball und vorher waren ja, naja, egal. Und Ja, Rei ist und plötzlich Se. auch da. Ja, stimmt, die wollte mal gucken. Und Seiya spielt Basketball in seiner normalen Schuluniform oder was auch immer das ist. Und er ist der Einzige im gesamten Team, der nicht diese Sportuniform anhat. Super. Ja, was beim Basketball noch nicht so schlimm ist, wird sich beim Football nachher als fatal herausstellen. Ja, nee, aber ich glaube nicht, dass es nur einen Sportclub gibt. Also Minako ist ja auch im Volleyballclub. Also ich glaube, das sind halt so verschiedene Sportclubs. Also im Deutschen reden sie jedenfalls vom Sportclub. Naja. Und Rey ist Genau, halt auch da, um ich. sich das anzugucken. Ja, ich glaube, Minako rennt dann auch zu irgendeinem hin, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und sagt dem, ja, aber Sportclubs sind ja auch total doof und so. Und dann wird das so eingeblendet, sie ist im Volleyballclub. Ja. Das erinnert mich auch wieder so an Sailor V, mit diesen Ja, Einblendungen. genau, wo das ist ja generell so ein bisschen manchmal bei Naoko, wenn dann irgendwie so ganz klein daneben steht, zum Beispiel gab es in der Short Story irgendwie sowas, wo Rei sagt, sie hätte noch nie in ihrem ganzen Leben gepupst. Ja, glaube ich, bestimmt auf jeden Fall. Und dann steht bei Minako so ganz klein daneben, sie schon. Ja, sehr schön. Die Venus-Furzattacke. Ja, stimmt, die haben wir sogar gesehen. Ah, Sailor V ist strange. Sailor V ist klasse. Ja, schon. Das ist schon sehr witzig. Wenn auch strange. Ja, ist halt so japanisch, ne? So, und jetzt will Seiya halt bei Usagi punkten und mischt sich plötzlich ohne Schutzanzug in so ein Footballspiel ein. Sehr gut. Er will halt jetzt voll angeben und so einen Touchdown hinlegen. Funktioniert auch zuerst ganz gut, aber dann, ja, wird er doch getackelt und landet auf dem Boden. Ja, und fällt auf den Kopf. Super. Das ist halt wie saugefährlich. Also bei so einem Sie, ja. Sturz auf den Hinterkopf kannst du sterben. Super, Seiya. Aber ja, Usagi beschwert sich auch erstmal bei dem Typen, der ihn umgehauen hat, wie brutal der dann noch ist, aber dann geben sich die beiden die Hand und ja, anscheinend findet Seiya das auch gar nicht schlimm. Ja, Usagi findet den Sport anscheinend wohl, also zumindest kam es mir im Deutschen so vor, den Sport an sich auch ziemlich doof, weil gewalttätig und so. Kann ich Ich muss halt, verstehen. ich bin kürzlich, also ich habe mal ein paar Footballspiele gesehen. Ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, auch wenn ich die Regeln noch nicht kapiere. Ja, mich interessiert das jetzt nicht so. Ja, ist auch nicht, dass ich jetzt riesen Interesse dran habe. Habe ich ja schon an Fußball nicht, aber ich habe gedacht, ach ja, bleib's mal dran. Na dann. Ja. Ach übrigens, So. wir haben noch gar nicht darüber geredet, welches Geschlecht die Starlights jetzt eigentlich haben. Ja, die Starlights sind Frauen, ist doch klar. Die Three Lights sind Männer, ist auch klar. Wo ist das Problem? Willst du sagen, die haben irgendwas miteinander zu tun? Ja, aber diese Frage, was die jetzt eigentlich sind, die kriege ich bis heute noch. Also anscheinend checken das die Leute bis heute nicht, was da genau jetzt los ist. So, ja, es sind Frauen. Punkt. Das hat Naoko Takeuchi selbst gesagt. Es müssen Frauen sein.
Okay, also lass es mich ganz kurz erklären. Also im Original Manga, da sind die ganze Zeit Frauen und die verkleiden sich nur als Männer. Hier haben sie es, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht warum, haben die es so gemacht, dass die Starlights auf der Erde, also in Zivil, sich wirklich in Männer verwandeln. Also da haben die einen männlichen Körper, aber ursprünglich so als Sailor Senshi sind die trotzdem Frauen und bei der Verwandlung werden sie auch wieder Frauen. Also haben wir das jetzt bitte geklärt? Gut. Was irgendwie die Frage aufwirft, was machen die dann eigentlich auf der Herrentoilette? Sind sie erstmal voll verwirrt, was sie jetzt machen sollen? Ja, vor allem so in in ihren Verwandlungen, da sieht man ja nicht mal, dass die Ja, bestimmte Teile Gott sei hätten, ne? Dank! Ja, das hätte auch Gottes niemand Willen, sehen Gott wollen. bewahre! Die sehen halt aus wie Ken in ihrer Verwandlung. Ja, Gott sei Dank. Ja. Oh Gott. Aber ich Habe wollte ich gleich mir auch gerade sowieso. aufgeschrieben, so, warum spielt Seiya als einziger nicht in der Basketballuniform? Würde man da etwas sehen oder etwas nicht sehen? Es gibt da ein paar Dinge, die können Sie ganz einfach nicht übersehen. Schlimm. Okay, Footballspieler geht dann irgendwann mal um die Ecke und er hat schon so viel Screentime, wir wissen, er wird das Opfer sein. Wenn jemand so viel Screentime hat und plötzlich alleine ist, das ist gefährlich. Ja, aber Das Iron ist Mouse hatte wie ihn ja auch schon bewundert. die rote Uniform bei Star Trek. Sobald einer mit einer roten Uniform sprechen darf, ist er so gut wie tot. Das habe ich auch schon gehört. Ja, also natürlich kommt Iron Mouse an und will sich den Starseed klauen und das tut sie dann auch. Was ich geil finde, sie verwandelt sich und er kommentiert das mit ein Monster. Also so hässlich ist sie jetzt auch wieder nicht, nur mit den Mäuseohren, also. Aber das habe ich mich aber auch schon bei den beim Amazonentrio immer gefragt. So, warum ist das jetzt so schlimm, dass die ihre Kleidung wechseln? Ich meine, es ist überraschend, aber es ist jetzt nicht so, als würden die so unfassbar bedrohlich darin aussehen. Vor allem jetzt die Anime-Mates. Die Anime-Mates weniger, beim Amazonen-Trio wahrscheinlich so ein bisschen, weil die halt als Männer so angezogen sind und in der prüden japanischen Gesellschaft und so, naja. Ja, okay, aber bei den Anime-Mates, die tun halt immer so, als wäre das jetzt das übelste Monster, aber die sehen ja gar nicht schlecht aus. Nee, sie hat halt nur Ohren und die könnten eigentlich auch angeklebt sein. Ja, aber gut. Klaut sich den Kristall und Surprise, es ist kein Sailor Crystal bei einem Mann. Und ja, deshalb wird er jetzt zu Sailor Guts. Was finde ich die geilste männliche Sailor-Form ist, die ich kenne. Der toppt sogar diesen einen Dicken mit Bart, den man ständig im Internet findet. Ey, also ich muss sagen, ich finde diesen so unfassbar cringe. Also als ich den gesehen habe, was? Der ist auch unfassbar cringe. Ja, als ich den gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, oh Gott, bitte mach, dass es aufhört. Aber das ist offensichtlich beabsichtigt, sonst wäre seine Attacke nicht mit Schweiß zu werfen. Ja, also der Typ ist halt irgendwie plötzlich rosa und ja, er hat halt einen Sailor-Fuku so ein bisschen. Ja, er hat sogar Sailor Wings. Und er sieht so cringe aus. Und dann sagt er, die Reize eines Mannes sind Blut, Schweiß und Mut. Und dann macht er seine Attacke Schweiß der Jugend. Also er schmeißt wortwörtlich mit Schweißtropfen. So, echt jetzt? Echt jetzt? In Form von ovalen, ja, wie heißen die? Ja, Footballbälle halt. Ja. Also ein bisschen sexistisch ist er ja schon, zumindest die Aussage. Mit die Reize eines Mannes sind Schweiß und Blut. Ich glaube, da würde die Mehrheit der Frauen widersprechen. Hoffentlich. Vor allem Blut, BTF. Ja, gut, also ohne Blut lebt sich's halt so doof, ne? Ja, wer sagt denn schon, die Reize eines Mannes sind sein Blut? What? Ist das wieder so ein japanisches Ding? Ich meine, die haben es ja auch mit ihren Blutgruppen irgendwie. Ja, wahrscheinlich wird sowas sein. Wahrscheinlich ist es im Japanischen gar nicht so strange, wie es für unsere Ohren klingt. Aber für mich klingt es halt schon sehr strange. Ich frage mich gerade, ob die Schulterstücke, die dieser Farge trägt, jetzt eigentlich eine Anspielung darauf sind, dass er ein Footballspieler ist oder ob das eine Anspielung auf den Sailor V-Fuku ist. Wieso das Sailor Wifuku? Weil die doch auch so Schulterstücke hat. Ach so, keine Ahnung. Naja, und dann kommen die drei Leuchten und greifen Wir halt sehen an. die Attacke. Ja, jetzt kommt die Attacke.
Ja, also Maker startet diesmal die Attacke und Makers Attacke ist Star Gentle Uterus. Und bye-bye Monetarisierung. Denn Uterus heißt Gebärmutter. Naoko, was war da los? Hast du irgendwelche Probleme, die du uns mitteilen möchtest? Warum? Es gibt eine Theorie. Die macht's nicht besser, aber es gibt eine Theorie. Also eine Interpretation meinst du, ne? Ja, eine Interpretation. Nämlich, gibt es irgendwie dieses buddhistische oder hinduistische, weiß ich gerade nicht mehr, dieses Konzept von Trimurti, und da gibt es einen Erschaffer, einen Erhalter und einen Zerstörer. Und das passt halt auf die drei. Ich meine, Maker, Erschaffer und so, dann Healer ist der Erhalter und Fighter ist der Zerstörer. Und deswegen hat halt Maker diese Attacke, aber dann kannst du doch irgendwas anderes nehmen. Bitte, bitte, warum muss es ungefähr. Und, ich kann nicht mehr sprechen. Es macht mich so fertig. Das ist so eine Warum? furchtbare Attacke. Es ist so schrecklich. Na, zum Glück hat sie im Deutschen den total cleveren Namen. Sailor Star, halt ihn auf. Das Deutsche ist auch unfassbar unkreativ und dämlich, also finde ich, dass es irgendwie dämlich klingt. Aber es ist ja trotzdem noch besser. Okay, man muss auch sagen, man gewöhnt sich dran und so auf Japanisch klingt es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man halt eine Sekunde drüber nachdenkt, was es heißt, denkt man sich schon so, WTF. Ich kann mir nur denken, dass das für japanische Ohren jetzt einfach nicht so lächerlich klingt. Ja, aber ich schätze auch mal, dass viele Japaner gar nicht wissen, was es heißt. Ich meine, ich wusste tatsächlich vorher auch nicht, was es heißt, weil ich auch den deutschen Fachbegriff nicht kannte. So, den kannte ich schon. Ja, aber ja, wahrscheinlich wissen die Japaner einfach nicht, was es heißt. Ja. Wenn ihr euch übrigens unglücklich machen wollt, dann googelt diese Attacke mal und sucht tief in den Suchergebnissen. Ich sag da nichts weiter zu. Vielleicht Ich gibt's habe das es auch. nicht gese ich habe es nicht gesehen, aber ich würde euch empfehlen, es nicht zu machen. Ich hab's vorhin spontan nochmal gesucht und es auch gar nicht wieder gefunden, aber irgendwo gibt es, sagen wir mal, eine modifizierte Version dieser Attacke. Okay, Wenn ihr euch gut. unglücklich machen wollt, dann sucht das. Ich hab euch gewarnt. Na gut, ja. Dann so viel zu dieser Attacke. Wir sprechen nie wieder darüber. Ja, wahrscheinlich werden wir doch darüber sprechen und uns wieder aufregen. Ja, dann kommt Sailor Moon und macht ihr Dings. Genau, aber vorher würde ich dann doch noch mal ein Wort über das Outfit der Starlights verlieren. Ach so, ja. Das Outfit der Starlights ist ungefähr ein BH. Eine Unterhose, die so ein bisschen ist wie kurze Boxershorts, sehr kurze Boxershorts. Okay, dann haben wir halt noch die sehr langen Stiefel, die bis über die Knie raufgehen und sehr lange Handschuhe, aber musste das wirklich nur ein BH und diese fast Unterhose sein? Ich finde es auch geil, dass dieses Ding, diese Brosche oder was das sein soll, die ja tragen, eigentlich auch nur die Funktion hat, damit man jetzt den Ausschnitt nicht ganz so extrem sieht. Tja, also ja, das ist schon sehr freizügig. Und ich glaube, im Manga ist noch schlimmer, ne? Ich weiß nicht, kann sein. Ich glaube, bei den Musicals haben die da immer ein bisschen mehr dran gemacht. Ja, das mussten sie auch. Soll ja keine Stripper-Show werden. Tja, oder zumindest haben sie das ein bisschen größer oder länger gemacht oder irgendwas haben sie da, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall ist mir klar geworden, warum es keine sechste Staffel gibt, weil wenn noch mehr Senshi auftauchen und dem Schema folgen, haben die gar nicht mehr an. Wahrscheinlich. Obwohl eigentlich hat Moon da diesen Hinweis ja schon in der letzten Folge gegeben, die ist diesen Weg ja schon gegangen. Ja, stimmt. Ich habe so das Gefühl, in den letzten beiden Staffeln werden die alle immer freizügiger. Ja, es schleicht sich so ein, ach, jetzt ist auch egal ein. Ja, echt so. Ja, der Fage wird besiegt, die Starlights sind weg und Sailor Moon zeichnet hässliche Luna-Mangas. Ja, sie ist jetzt nämlich im Manga-Club und hat halt so eine Manga mit Luna gezeichnet und die anderen Senshi so, oh, ein Schwein mit Sichelmondglatze. Ja, und damit endet die Folge dann. Die hat mich mehr fertig gemacht, als ich gedacht habe. Ja, das glaube ich. Wie viele Punkte hast du in der Folge gegeben? Zwei. Ich habe ihr drei gegeben.
Also ich finde sie eigentlich ganz cool, aber der Vater ist halt echt cringe. Star, Gentle, Uterus. Ja, aber dafür kann der Enough Anime said. jetzt nicht. Dafür kann der Anime aber nichts. Ist mir egal, das macht die Folge aber auch nicht besser. Na komm, also deswegen. Naja. Ich finde, Wie du meinst. wir sollten diese Folge ab jetzt zur Danger Zone erklären. Ja. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet und bei der Infobox natürlich über den Win and Fail abstimmen. So, Und wer ist denn dein Win? mir ist kein Win eingefallen. Ich habe wirklich niemanden mehr. Ich habe keine Ahnung, wer der Win sein soll. Mein persönlicher Win ist der Football-Typ. Nein. Für die unglaubliche Leistung, sich nach dieser Verwandlung nicht einfach in ein Schamwölkchen aufgelöst zu haben. Ich glaube nicht, dass der sich da noch dran erinnert. Das will ich auch sehr für ihn hoffen. Nein, mir ist auch nichts Besseres eingefallen, aber ich habe einen super Fail. Ja. Saya. Ich glaube, Saya wird bei mir oft den Fail einsammeln, aber hier hat's einen Grund. Ja, warum? Für diese unglaublich clevere Aktion, ich renne einfach mal mit dem Football los. Ja, okay, das ist wirklich dämlich, das stimmt. Ich habe ihn auch als alle Menschen. Ich habe den Fail aber Sailor Guts gegeben, weil er einfach so unfassbar Für seine cringe pure ist. Existenz. Ja, echt jetzt. Also, Das ist der ich Fage weiß nicht, übrigens, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. ja, das ist einer der cringigsten Monster, die wir jemals hatten in Sailor Moon. Ich finde immer noch die Frau mit dem Autoreifen im Bauch schlimmer. Ich meine, okay, es sollte auch cringe sein, aber es war schon so ein bisschen schmerzhaft anzuschauen. Ja, aber ihr könnt abstimmen, was ihr meint, Seiya oder Sailor Guts. Der Football-Typ hat bei mir auch den Win gekriegt, weil er Saya getackelt Ja, aber das war ja aber auch gar nicht mal so cool, denn ich meine, er hätte Seiya halt wirklich umbringen können damit. Na, komm jetzt. Okay, nein, so schlimm ist Saya ja nicht. Aber Nein. ich finde, es trägt ein bisschen zur Unterhaltung bei, wenn ich noch mehr Saya hate, als es wirklich der Fall ist. Oh Ah, ihr Gott, mach könnt ja ich. mal noch in die Kommentare schreiben, ob ihr die Starlights mögt oder ob ihr generell die fünfte Staffel mögt. Also, ich habe nämlich das Gefühl, dass die fünfte Staffel und die Starlights super beliebt sind, aber Mad-Eye hat irgendwie ein anderes Gefühl. Ja, aber es liegt daran, dass ich mich viel im englischsprachigen Bereich rumgetrieben habe in letzter Zeit. Und da ist es halt so, dass die fünfte Staffel erst sehr viel später kam und es deswegen nur wenige Leute gibt, die diese Staffel mit großem Nostalgiefaktor betrachten. Und die wird da halt ähnlich niedergehatet wie Crystal. Ja, also das liegt jetzt dann wahrscheinlich daran, dass sie es halt in ihrer Kindheit nicht kannten und es halt was Neues für sie ist. Aber ja, aber hier habe ich halt das Gefühl, dass die Fans das total cool finden. Ich meine, ich war ja auch am Anfang mega gehypt auf die Starlights und so. Und ich finde die Staffel auch sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, wie eigentlich jede Staffel, in der zweiten Hälfte wird sie deutlich besser. Aber die hier fängt mit einem wesentlich besseren Niveau an als die letzte. Na, also ich find die Staffel sehr cool. Also, das ist so mein Platz 3 oder vielleicht sogar 2. Eher Platz 3. Ja, bei mir ist es Aber wahrscheinlich Platz 3, ja. es ist eine gute Staffel. Ja, es ist auf jeden Fall eine der drei guten. Ja, also ich will nochmal betonen, es ist jetzt nicht so, dass ich die zweite und vierte Staffel gar nicht mag. Ich mag sie ja trotzdem, aber sie sind halt im Vergleich zu den anderen Staffeln einfach schwächer. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die vierte Staffel mag, ganz ehrlich. Ach komm, aber die Amazonen sind doch cool. Ja, okay, das stimmt. Also die Feinde sind cool. Aber ja, zur Staffel 4 hatten wir ja jetzt schon genug. Yeah, ich glaube, ich bin durch. Ja, ich auch. Ich gehe jetzt in die Danger Zone. Genau. Willst du sonst noch was sagen? Ciao, ciao. Ja, ich sage auch ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn Minako es tatsächlich schafft, die Assistentin der Three Lights zu werden, die drei merken, wie schwer Musical ist und die Zuschauer die unglaublich unerwartete Identität von Sailor Starfighter erfahren. Krasseste Wendung ever. Tsukino ikari wa, Ainu Message.